Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Säuren und Basen nach Arrhenius. Dem Chemiker ist stets daran gelegen, die vielen Stoffe, die uns umgeben, in bestimmte Verbindungsklassen einzuteilen. Warum wird zum Beispiel Essig als Säure bezeichnet? Und warum ist Ätznatron eine Base? Nehmen wir zum Beispiel den Begriff der Säure. Seit vielen Jahren ist eine ganze Reihe von Säuren bekannt, von denen ich einige aufzählen möchte. Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Blausäure, Flusssäure. Vor einigen hundert Jahren glaubte man, dass der Begriff Säure mit einer chemischen Verbindung, die sich als chemisches Element herausgestellt hat, zusammenhängt. Dieses chemische Element hat das Symbol O. Es handelt sich dabei um Sauerstoff. Lateinisch heißt Sauerstoff Oxygenium. Und dieser Sauerstoff... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com